Morgen. Es ist tatsächlich morgen. Es ist 8:45 und ich könnte schon kotzen vor Freude. Ich muss ja ein, zwei Klamotten färben für die Halloween-Party. Klamotte 1 hat so ein bisschen die Farbe angenommen, die es endgültig haben sollte, aber auch nicht komplett. Und jetzt bei Klamotte 2 streikt meine Waschmaschine. Und ich weiß nicht warum. Irgendwie ist sie gerade scheiße, macht nichts, sie saugt kein Wasser an. Und ich weiß nicht warum. Und ich könnte gerade kotzen vor Freude, weil ich jetzt auch nur noch bis heute Mittag Zeit habe, das alles zu machen. Und wenn das nicht klappt, habe ich heute Abend kein Kostüm. Yep. Und das wäre auch scheiße, weil ich eigentlich mit Annika zusammen ein Partnerkostüm habe. Und ich. Oh. Ja, so viel Spaß habe ich gerade in meinem Leben. Ist das nicht fantastisch? Oh mein Gott, ja. Ich hoffe, ihr kommt besser in den Tag als ich, weil ich möchte gerade um mich schlagen. Ja. Mit viel gutem Zureden hat meine Waschmaschine dann doch wieder ihren Dienst getan. Es war nicht ganz einfach, aber wir sind uns dann einig geworden, dass er ein Arschloch ist und nachgibt. Ja, trotzdem, beide Farbexperimente haben so halb geklappt. Ja, das, ja, nee. Ihr seht das dann heute, heute Abend, als es viel zu hell geworden, als es viel zu dunkel geworden. Das eine sollte halt. Ach, fuck it. Ich sag jetzt einfach die Farben, da kann man sich schon fast denken. Es sollte halt ein grünes Hemd werden. Und es ist hellgrün geworden. Sehr hellgrün. Und dann sollte noch ein altes Sakko von mir, was schwarz war, das habe ich zweimal gebleicht, damit es deutlich heller wird. Und das sollte ein lila werden. Und es ist jetzt im Prinzip, es hat einen leichten lila Stich, aber es ist im Prinzip wieder schwarz und muss jetzt noch trocken werden. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen auffällt, wenn die ganze Feuchtigkeit da raus ist. Ja, zum Rest des Kostüms und so werde ich jetzt aber erstmal nichts sagen. Der ein oder andere kann es sich jetzt schon fast denken. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu Steffi. Warte jetzt nur noch drauf. Ich wollte ihr ein paar Daten von meinem Rechner mitbringen. Auf keinen Fall eine Serie oder sowas. Nein, sowas würde ich nie tun, leider nein. Und ja, warte jetzt nur noch darauf, dass das fertig kopiert hat und dann mache ich mich auf den Weg. Ich war mit Marti bei Real. Habe wundervolle Dinge gekauft, die es nur bei Real gibt. Tahini und so ein Zeug. Und dann haben wir noch ein paar so. Ich bin auch sehr müde, diese Gitarrenwandhalter. Gitarrenwandhalter haben wir noch welche gekauft. Dann habe ich mal angefangen, Martins Artikel, also Martins Rezension von dem James Bond-Film zu zu lektorieren. Ich bin wirklich sehr müde. Ich habe noch eine Folge Sleepy Hollow geguckt. Bereite mich jetzt innerlich so ein bisschen auf. Oh, ich habe meinen Filofax verschönert. Oh, sehr schön, das ist wichtig. Ja, und habe mich innerlich, bereite ich mich gerade so ein bisschen auf den Nano Primo vor. Was ist der Steffi? Was ist der Nano Primo? Gibt es Leute, die das nicht wissen? Ja. Okay. Es gibt mehr Leute, die es nicht wissen, als die, die es wissen. Der Nano Remo ist eine Veranstaltung, die mittlerweile ja, seit 1999 lief, glaube ich, der erste. Das ist der National November No nein. National National No November Writing nein, Month. National Nano Remo. Ja doch, National November. Writing Month. Ist es National Novel Writing Month oder National November Writing Month? Ist ja eins von beiden. Der Nano Remo halt. Das ist so eine Challenge im Internet, wo du mal innerhalb von einem Monat, also dem November halt, ein Buch von mindestens 50.000 Wörtern schreiben musst. Da kann man nichts gewinnen, da wird auch nicht wirklich irgendwas nachgeguckt oder so. Also es wird nicht. Ist es für den eigenen Antrieb? Es ist für den eigenen Antrieb. Also es ist nicht so, dass das jetzt jemand wirklich nachprüft, ob man da die Wörter, die man dann hochlädt, ob das dann wirklich ein Buch ist oder ob da jemand nur 50.000 Mal sagt, geschrieben hat. Das ist völlig egal. Das ist so die eigene Leistung, die da im Vordergrund steht. Man kann auch nichts gewinnen, außer so ein Hurra-Glückwunsch, du hast es geschafft. Und nein, das stimmt gar nicht. In den letzten Jahren war es immer so, dass man sich das Buch dann ein halbes Jahr lang ein Exemplar bei Amazon selbst drucken lassen konnte, wenn man wollte. Ja. Ich mache da, und mittlerweile ist das wirklich so im Internet, gerade unter den Autoren und auch Fanfic-Autoren, ist das wirklich so ein Phänomen. Also ich habe
2005 das erste Mal mitgemacht. Da war das noch gar nicht so bekannt. Da war ich so mit. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rangekommen bin, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich 2005 das schon mal mitgemacht. Da habe ich das auch prompt geschafft. Dann habe ich 2 Jahre mitgemacht. Da habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich wieder mal gewonnen. Dann habe ich wieder mal 2 Jahre nicht gewonnen. Und letztes Jahr war das erste Jahr, wo ich gar nicht erst mitgemacht habe, weil ich wirklich keine Zeit hatte. Aber ich mache eigentlich seit 2005 mache ich das jedes Jahr mit. 3-mal habe ich das bisher geschafft. 3-mal oder 4-mal? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, das eine Buch, das ich in Nano Remo geschrieben habe, 2008, das habe ich damals geschrieben, weil ich eine ganz eine doofe Schreibblockade hatte. Und da dachte ich, okay, ich schreibe jetzt ein Buch und ist egal, Hauptsache. Und das ist jetzt tatsächlich verlegt worden. Welches war das? Zechengeister. Ach, guck an. Ja. Und es ist halt so, dass es die Freude am Schreiben soll im Vordergrund stehen, weil so viele Leute halt immer sagen, wenn ich groß bin oder irgendwann schreibe ich auch noch mal ein Buch und dann machen die das nicht. Und du? Okay. Und wo war es? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Als ob ich eins gehabt hätte. Ja, und es ist halt auch schon so, dass man muss da wirklich, das hört sich jetzt erstmal vielleicht nicht so viel an, 50.000 Wörter, man hat ja 4 Wochen Zeit, aber das ist echt anstrengend. Man muss wirklich, da muss man schon sehr diszipliniert dranbleiben, damit das klappt. Da muss man sich durchkämpfen, wirklich teilweise. Man muss im Durchschnitt 1.667 Wörter pro Tag schreiben, damit das aufgeht. Das schafft man natürlich nicht immer. Dann hat man Tage, da schafft man irgendwie, keine Ahnung, 5.000. Dann hat man wieder 3 Tage, da geht gar nichts. Und weil die meisten Leute machen das ja auch noch neben der Arbeit, so wie ich halt. Und ja, da passiert es dann schon, dass du dann so die letzten beiden Tage, wenn du so irgendwie so 5.000 Wörter vor dem Ziel, dass du dann auch wirklich so bis nachts noch, weil du es jetzt unbedingt schaffen willst. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Ja, und es geht halt darum, halt den inneren Kritiker auch loszuwerden, einfach drauf loszuschreiben und erst nachher zu editieren und nicht schon vorher sich tot zu überlegen oder tot zu, nein, diesen Anfang schreibe ich jetzt 4-mal neu, sondern halt erstmal weitermachen, erstmal vorwärts kommen, überarbeiten kann man nachher immer noch. Ja, na, das ist doch eine coole Sache. Ja. Vielleicht ganz kurz zur Zwischeninfo, wir sind jetzt gerade dazu und auf dem Weg zu unserer Großmutter. Normalerweise haben wir so eine Tradition gehabt, Familientradition, am 1. November groß essen zu gehen mit Familienanhang und so, und Oma hat eingeladen, und da das jetzt nicht wirklich funktioniert dieses Jahr, haben wir gesagt, wir verlegen das quasi, also wir jetzt mit unserem Dad und Oma, wir verlegen das vor und machen Kaffee trinken und ja, sowas halt. Ja. Ja. Wir haben wunderschönstes Herbstwetter. Wir haben wirklich wunderschönstes Herbstwetter. Und hier haben sie neu asphaltiert. Aber ich mochte die Huckelpiste immer so. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dieses Vorkriegsmodell, hat doch auch was. Ja. Das ist. Dieses Hui. Ach Mensch, das ist aber enttäuschend. Ja, hier war ein bisschen. Wow. Jawohl. Das ist doch was. Das hat was. Schitte. Und? Und? Oh. Wundervoll. Ach, toll. Unschwer zu erkennen, ich bin nicht auf der Party. Ich habe mich heute Nachmittag dagegen entschieden, dahin zu gehen. Wieso und warum, das werde ich jetzt hier nicht öffentlich breittreten. Da sind nämlich noch andere Personen involviert und das ist einfach eine Privatsache. Ich bin halt einfach nicht hingegangen, ich habe mich dagegen entschieden. Ich war dann heute... Also wir waren ja dann bei unserer Oma und haben da gegessen, waren auf dem Friedhof, am Grab von unserem Opa. Haben halt einen Spaziergang dahin gemacht und wieder zurück, haben dann danach was gefuttert. Dann war ich noch bei Steffi, die hat meine Rezension gegengelesen von Spectre, lektoriert und mir gute Hinweise gegeben. Und dann haben wir noch ein paar Cosplays geplant und ich war erst so gegen 10:45 zu Hause. Wir haben jetzt 10:50. Ich bin echt ziemlich müde. Ich hatte dann jetzt heute einen sehr langen Tag. Ich bin heute Morgen nämlich um 7:30 aufgestanden, um mein Kostüm halt fertig zu machen, was ich dann im Endeffekt nicht gebraucht habe. Ich habe eine Menge Geld in den Sand gesetzt, aber gut.
So ist das halt im Leben. Ich möchte jetzt echt, ich werde da nicht weiter darüber reden. Was ich jetzt vor allen Dingen machen werde, ist, ich werde ins Bett gehen, weil ich hundemüde bin. Und wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog, Leute. Schlaf gut.